das ursprünglichste Symbol, um die Trennung der göttlichen Einheit festzuhalten, ist seit tausenden von Jahren das Yin und Yang. Von der Schöpferquelle getrennt zu sein, war der Wunsch vieler Seelen. Dadurch hat auch ein umfassendes Vergessen stattgefunden, das uns den Zugang für die geistige Welt der fünften Dimension verschlossen hat. Oder wie das Wort besagt, der Gang wurde zugemacht. So auch das Wissen über die heilige Geometrie, die in der gesamten Schöpfung allgegenwärtig ist. Geblieben ist uns, dass wir als Menschen immer noch symbolverarbeitende Wesen sind. Symbole greifen als Kommunikationsmittel viel tiefer als Worte. Alle Worte sind aus Symbolen abgeleitet und finden daher auch immer einen Bezug zu ihnen. Das Mächtigste, das seit Geburt in jeder Zelle unseres Körpers in der Muttermatrix eingeprägt ist, ist das Symbol der Trennung, das Yin und Yang. Dieses entspricht unserer ersten Prägung. In ihm ist sehr viel ursprüngliches Wissen enthalten. Wird es auf das Medizinrad der kardinalen Kräfte gelegt, werden Geheimnisse offenbar, die sonst nicht gelesen und verstanden werden können. In ihm ist alles enthalten, was uns ermöglicht, den Schöpfungsakt der Trennung nachzuvollziehen. Analog dazu habe ich das Wissen von Yin und Yang, Frau und Mann, bereits abgehandelt. Die Alchemie oder die Magie, die ein Symbol einschließt, steht immer in Verbindung mit den verschiedenen Dimensionen der Schöpfung. So erschafft das Yin und Yang die zweite Dimension, die wir alle als Polarität erfahren. Das Pendel, das von einem zum anderen Pol schwingt, unaufhaltsam. In diesem Magnetfeld ist auf unserer 3D- und 4D-Ebene jedes Geschöpf eingebunden. Analog dazu Magie in Zahlen und Symbolen. Erstaunlich lange hat es gedauert, bis ich endlich erkannt habe, warum die Polarität für Mann und Frau als unheilsam und problemerschaffend sich bei allen von uns Männern und Frauen zeigt. Warum gelingt es nicht, eine ergänzende, das heißt ganzmachende Verbindung herzustellen, die Mann und Frau dahin führen, wo sie Einheit und Verschmelzung erfahren? Was gibt dazu keine Erlaubnis? Etwas Mächtiges steht hier dazwischen, obwohl es kein Dazwischen gibt. Seit Jahren bin ich auf der Pirsch nach Manipulationen in unserem Sprachschatz sowie in den Symbolen, die in vielerlei Hinsicht verfremdet wurden, um den dunklen Archons zu Diensten zu sein. Diese Manipulationen sind keine Kleinigkeit, im Gegenteil. Angewandt in dunklen Zeremonien erschaffen sie eine Wirkung, die genau das Gegenteil von dem erwirkt, für das, wofür sie eigentlich naturgegeben, geschaffen sind und was sie repräsentieren. Nun zur größten Enthüllung, die alle Menschen gleichermaßen gefangen halten. Wie das Muster des Schachbrettes, analog dazu, ich bin planetares Bewusstsein, bekanntlich schwarz-weiß ist, so wurde auch das Yin und Yang mit denselben Farben belegt und somit gebannt. Wie ist es möglich, dass ich das nicht früher erkannt und verstanden habe, obwohl ich mich seit 2 Jahrzehnten damit befasse? Schwarz und Weiß erschaffen keine Polarität. Sie liegen sich nicht gegenüber auf dem Rad. Schwarz im Westen als die Farbe der Frau der Mutter Erde und Weiß im Norden auf dem Platz des Windes hat keine Reflexion zueinander. Sie stehen einander höchstens im Weg und verunmöglichen einen Austausch. Sitzplatz und Arbeitsplatz sind im Schamanismus einzigartig und weisen darauf hin, immer auf dem Platz gegenüber die Arbeit zu verrichten,
damit Erkenntnis, Wachstum und Verständnis 5 für den Sitzplatz geschaffen werden können. Das ermöglicht dem Mann mit Sitzplatz im Osten 1 auf den gegenüberliegenden Platz der Frau im Westen 2 zu erschaffen, was er für sein Wachstum benötigt. Ebenso ist es die einzige Möglichkeit, die die Frau hat, ihren Sitzplatz im Westen zu verlassen, um gegenüber im Osten auf dem Platz des Mannes, der Sonne, ihren Arbeitsplatz zu nutzen, um für sich das zu erschaffen, was sie für ihr Frausein benötigt. Der Osten ist aber nicht weiß in seiner Farbe, sondern gelb, denn es ist der Sitzplatz der gelben Rasse. So liegt schwarz der Sitzplatz der schwarzen Rasse im Westen, gegenüber dem Osten, dem Platz der Sonne und des Feuers. Das Symbol Yin Yang, schwarz-gelb, bezieht sich auf folgende Polaritäten. 1. Energie, Choreografie halten, mit Energie, Choreografie bestimmen. 2. Westen, Osten. 3. Schwarze Rasse, gelbe Rasse. 4. Frau, Mann. 5. Element Erde, Element Feuer. 6. Mutter Erde, Vater Sonne. 7. Intuition und Introspektion mit Illumination und Erleuchtung. 8. Implosion mit Explosion. 9. Stabilität und Festigkeit mit Expansion und Erweiterung. 10. Manifestation, Magie und Alchemie mit Manifestation, Kunst. 11. Agrarzustand fest mit Agrarzustand plasmisch. 12. Körperwissen, Imagination. 13. Ei, Samen. 14. Einatmen, Ausatmen. 15. Gesundheit, Hoffnung. 16. Nacht, Tag. 17. Minus, Plus. Diese können nur funktionieren und ihre Wirkung tun, wenn sich die Farben Schwarz und Gelb gegenüberstehen. Die Farbe Weiß verbindet mit dem Norden des Rades, dem Wind, wo die Energiechoreografie empfangend ist, kein Bestimmen. Dem Norden, dem Platz des Windes, ist im Weiteren die Manifestation von Wissenschaft, Mathematik und Technologie sowie Philosophie und Religion zugeordnet. Somit die bestmögliche Art, Kontrolle auszuüben. Und genau diese Manifestationen wurden dem Weiblichen durch die Farbe Weiß bis anhin gegenübergestellt. Was für eine gigantische Manipulation. Nie wird es möglich sein, mit dem herkömmlichen Schwarz-Weiß als Yin und Yang Wachstum und gemeinsamen Wohlstand zu erschaffen. Der Krieg ist vorprogrammiert, ebenso der Nahrungsentzug, da niemand bei diesem Spiel genährt wird. Um diesem Umstand ein Ende zu setzen, sind Verfügungen auszusprechen, die die ursprüngliche Farbe Gelb wieder mit der Farbe Schwarz, den dualen Tanz der Gegensätze, ermöglicht. Hier gilt es zu bedenken, dass Gegensätze sich abstoßen und Gleiches sich anzieht. Das mag in der oberflächlichen Betrachtung so sein, doch tragen Männer wie Frauen das Gegengeschlechtliche in sich, was dazu führt, dass dies keine Gegensätze erschafft, sondern Ergänzung oder Ganzwerdung. Männer können nur durch Frauen lernen und Frauen ebenso nur durch Männer. Analog dazu die 5 Schilde, das magische Wesen Mensch. Eine brennende Frage kommt hier auf. Wie ist es möglich, dass der Genderwahn oder die Abweichung oder Ignoranz der biologischen Geschlechtlichkeit gegenüber in unserer Gesellschaft plötzlich solche Wirkung zeigen kann? Frauen, Anführungszeichen mit Bart und Models als Männer,
und Männermodells als Frauen. Auch hier gibt das Medizinrad zusammen mit dem Symbol von Yin und Yang eine klare Antwort. Dazu müssen die 5 Mondzyklen verstanden werden. Wir werden durch das Zentrum des großen Südmondes, dem Kindermond, in diese Welt geboren. Hier verbringen wir die ersten 3 Jahre in diesem kleinen Zentrumsmond, um alle gewünschten Informationen und Kodierungen aus der Familie unseren Ahnen zu übernehmen. Nach 3 Jahren wechseln wir in den Südosten 6, der Platz des Selbstkonzeptes und der Ahnen. Dieser Platz ist geschlechtsneutral und ebenso der gegenüberliegende Platz von Regel und Gesetzen, dem 8. Platz im Nordwesten. Diese bilden eine geschlechtsneutrale Achse, was dem Kleinkind ermöglicht, sein androgynes Wesen zu erfahren. Als Kinder tragen wir beide Pole in uns, den weiblichen wie den männlichen. Durch entsprechende Prägungen, die in jungen Jahren auf das Kind einwirken, können Manipulationen entstehen, wo Irritationen es dem Kind schwer machen, sich als männlich oder weiblich wahrzunehmen. Die Spiegel werden dazu nicht gegeben. Dies ist von den dunklen Archonten beabsichtigt, denn sie arbeiten an der Zerstörung der natürlichen Ordnung und der Orientierung, die im Normalfall dem Kind auf diese Reise mitgegeben wurde. Auch hier erschafft das Schwarz-Weiß als Yin und Yang die gleiche Gefangenschaft wie das Schachbrettmuster, aus dem es kein Entrinnen gibt. Nur das Wissen darüber macht es möglich, dieser Prägung eine neue Ausrichtung mit neuen Verträgen zu geben. Die Geschlechtsachse, wo sich Mann und Frau in ihrer vollen Kraft gegenüberstehen, ist die Achse von Südwesten 7 zum Platz im Nordosten 9. So ist die 7 der weiblichste und die 9 der männlichste Platz. Hier finden Mann und Frau die größte Faszination, indem sich Traum und Freiheit, Klammere weiblich, mit Choreografie und Chaos, Klammere männlich, beleben und verführen. Voraussetzung dazu ist, es muss eine Neukodierung in allen Zellen stattfinden, sodass die Polarität der Zellen durch die Farben Schwarz und Gelb eine Neuausrichtung erhalten. Verfügungen, gesprochen aus dem Ich bin der Ich bin, sind ausreichend und sehr wirkungsvoll. Denn wir alle sind in der Ebene des Lichtes auch als Lichtwesen vertreten, die nur darauf warten, uns bei solchen Vorhaben kraftvoll zu unterstützen. Wir sind die Bestimmer der Energie. So wünsche ich dir Erfolg und machtvolles Gelingen, die natürliche Ordnung in der eigenen Chemie wieder neu auszurichten. Emotionale Balance zwischen den beiden Polen erschafft Harmonie als Schlüssel zum Leben. Das Matriarchat und das Patriarchat sind Ergänzungen und nicht Feinde, sondern vermögen als Heiler der Mutter Erde und ihren Kindern große Wunder zu vollbringen. Möge diese Enthüllung und das einhergehende Wissen Männer und Frauen wieder neue Hoffnung geben, respektvoll einander zu reflektieren und voneinander zu lernen, als das Geschenk, das wir füreinander schon lange bereit halten. Namaste. Ein Sprichwort der Cherokees besagt: Die höchste Berufung einer Frau ist es, den Mann zu seiner Seele zu führen, damit er sich mit seiner Quelle verbinden kann. Die höchste Berufung eines Mannes ist es, die Frau zu beschützen, damit sie frei und unverletzt auf der Erde wandeln kann.